Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Championatsvideo. Heute mit Vanilleeis, meiner Isländer. Ist das ein Fjordpferd? Fjordpferd, das rede ich. Norwegisches Fjordpferd. Genau, wir machen heute die ersten vier Championate und am Ende ist es sogar noch ganz gut geworden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. So, mit dem ersten Championat starten wir in Firkroof und ich bin überrascht. Ich meine, gut, es ist so eine Championatsgruppe, aber es sind mehr Leute online um 9 Uhr am Donnerstagmorgen, als ich dachte. Ich hatte die Hoffnung, dass ich ein bisschen weniger Konkurrenz habe, aber wahrscheinlich muss ich da, keine Ahnung, 607 Championat machen, aber das ist mir ein bisschen zu hart. Ups, oh Gott, ich eiere hier wieder durch die Gegend. Ich will doch kein Ping-Pong. Ach, come on. Schwing die Pufen, Pferd. Ich mache halt immer so komische Reitfehler, die mir dann halt alles verderben, versauen. Obwohl ich eigentlich ziemlich gut wäre. Oh, sehr schön, jetzt ist der Traktor wenigstens vorbei. Das heißt, der kommt mir schon mal nicht mehr entgegen. Das ist ziemlich... Oh Gott, Riesenlag. Was war das denn gerade? Natürlich musste das passieren und es ist Platz 4 geworden. Sehr schade. So, es geht weiter in New Hillcrest. Wir sind heute wirklich gar nicht mal so viel, also es ist gerade Freitag um 9 Uhr morgen. Und da sind tatsächlich noch ein paar Leute dabei. Also eigentlich wollte ich heute früher schon tatsächlich mal um 6 Uhr ein Championat probieren, aber ich habe bis kurz nach 8 verschlafen. Deswegen war das dann doch leider nichts. Aber hey, um 9. Ha! Ach komm! Nein, 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 krieg wenigstens die Kurve noch, danke. Um 9. Sollte. Sag mal. Ich habe aber auch immer so ein extremes Pech, was Championate angeht. Und jetzt kann ich es mal auf meine Tastatur schieben, weil ich habe eine neue Tastatur und die funktioniert einmal. Wann liegt denn da unten so ein scheiß Baumstamm? Mir ging es nicht nur so. Du. Ach, als ob ich jetzt... wurde disqualifiziert. Was? Mein Gott, so dick ist doch Vanilleeis gar nicht, dass ich überall hängen bleibe. Er ist doch wirklich unerhört. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich versuche wenigstens Position 5 zu verteidigen, aber dann habe ich das Auto nie gesehen. Oh ne, ich glaube, so früh schon, ach, das ist vielleicht doch keine gute Idee. Ich bin auch nicht richtig wach. Ich bin auch gerade wach geworden. Na gut, es ist Platz 5 geworden. Eigentlich traurig. Nein. So, wir machen jetzt in Fort Pinta weiter. Verdammt, jetzt bin ich hier wieder. Ich muss hier mal eine bessere Kurve finden. Ja, heute ist einiges mehr los, beziehungsweise jetzt bei diesem Championat. Es ist gerade 14 Uhr am Samstag und wir haben sogar drei Championatsgruppen. Ich bin natürlich in der
ersten. Oh, aber die echt krass ausgebremst bei diesem Gras. Soll ich mir mal YouTube-Tutorials angucken? Wie reite ich welches Championat am besten? Das wäre vielleicht mal eine ganz kluge Idee, um so ein paar kleine Kniffe rauszukriegen. Das sollte auf jeden Fall dann nicht mehr passieren. Jetzt bin ich wieder in dieser Situation, dass sehr viele vor mir sind. Und dass ich da nicht so gut alles sehe, wenn... Also wenn die so weit vor mir sind wie jetzt, finde ich das ganz angenehm. Aber wenn wir dann alle so in einen Haufen sind, so wie die gerade vor mir, finde ich, sieht man eigentlich nie irgendetwas, wo man lang reitet, was man gerade so Schönes macht. Ist dann immer ein bisschen schwieriger. Ja, ich reite aber einfach immer noch zu viele Fehler, um irgendwie vorne gut mit dabei zu sein. Das hängt bei mir, glaube ich, auch nicht am Pferd, sondern halt einfach mein Talent, dass ich halt kein Talent habe, was Championat angeht. Aber Übung macht der bekanntlich den Meister. Und mal sehen. Vielleicht komme ich auch sogar ein bisschen voran. Und es ist Platz 10 noch geworden. Ja, ist okay. So, wir machen Well Day weiter. Übrigens, falls ihr es hört, sorry für das Schnurrgeräusch. Mein Kater hat sich gerade vor mir auf den Tisch gelegt und schläft, döst und schnurrt jetzt so ziemlich laut. So, mal gucken. Ich muss sagen, gut, es ist jetzt nur eine Championatsgruppe, aber es ist um 10 am Donnerstag und es sind doch ziemlich viele Leute online, was mich ein bisschen wundert. Ich hätte dann nicht mit so vielen Menschen gerechnet. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt mit dem Stream durchkomme. Weil Jalaheim, nicht Jalaheim, hier, ach Gott, Well Day ist nach wie vor so ein Championat, wo ich jetzt nicht so talentiert drin bin. Sieht ja gerade ganz gut aus, aber ich will den Tag nicht vor den Abend loben. Weil ich so ein Talent habe, an letzter Stelle noch irgendwo hängen zu bleiben. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob die Aufnahme läuft, aber ich traue mich jetzt auch gerade nicht. Nein, ach, ich sag's ja. Dieser Scheißbaum stimmt, ich bleibe ja ständig hängen. So, jetzt kann ich mal gucken. Ja, die Aufnahme läuft, das ist ja Wunderbärchen. Hey, wird das seit langer, langer Zeit mal wieder ein Sieg? Yay! Cool! So, das waren jetzt die ersten 4 Championate mit Vanilleeis. Ich denke mal, nächste Woche kommt dann das nächste Video mit den letzten 4 Championaten online. Ich habe sogar noch nie in Well Day den ersten Platz gemacht. Das war jetzt am Ende nochmal ziemlich cool. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bye, bye!